unsere Verpflichtungen gegenüber Spielhängern. Enden erst mit unserem Tod. Ich glaube, das, was damit zu tun hat. John Adams. Soll sich John Adams doch Lennys Waffe schnappen und uns helfen? Wir tun, was wir können. Uns am Leben zu lassen, würde schon reichen. Mein Bruder kämpft in Europa. Wenn Mama beide Söhne an die Nazis und die Japaner verliert, nun... Nee, das ist vom Tätowieren heute und zu wenig Schlaf. Nichts im Vergleich zu Mama Howard. Ich habe nach dem Tätowieren immer Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was jetzt los war. Selbst bei mir hat der Chat sogar gehangen. Twitch wieder. Bist du irre? Cable, Palfrey, Hernandez, ihr kommt mit mir. Alles klar. Howard, du bist unser Drache. Hinter dem Stacheldraht wird der Beschuss heftig. Du musst den Bastarden ordentlich einheizen. Wird gemacht, Sarge. Jackson, auf ein Wort. Ja? Du hilfst Private Howard unter dem Draht durch. Und dann gibst du ihm Deckung auf der anderen Seite. Verstanden? Am Himmel bin ich dein Mann. Aber das... Ich bin nicht der Gesicht im Schlammtyp. Hättest dich nicht abschießen lassen sollen. Selbstmord und Aufopferung sind zwei Paar Schuhe. Solltest du besser lernen. Einfach und leise jetzt. Howard, Jackson, nach links. Der Rest von euch, mir nach. Alles klar, Pierre, dann schlaf schön und danke, dass du da warst. Ja, manchmal hat man vielleicht so eine Phase, dass einem Musik nicht so gefällt. Oder gerade keinen Bock einfach drauf. Sowas hatte ich auch schon. Etwas Hilfe? Das geht schon wieder weg. Wurde auch Zeit, dass du mit anpackst. Nach dir. Bis jetzt gefällt mir die Kampagne sehr gut. Also ich finde es besser als den vorherigen Teil. Scheiße. Ist halt irgendwie ein bisschen spannender. Schnell! Nicht schlecht für ein Fliegerass. Oh. Gott, verdammt! Ich kann das Ding nehmen. Ich lerne schnell! Schwerer als aussieht. Und auch viel heißer. Perfekt für Vergeltung. Greif den Bunker an! Der Bunker! Auf den Bunker! Wir geben dir Feuerschutz! Okay, das war richtig doof, aber... also, gucken. Der Bunker! Oh nein, Lisa hat Feuer! Jetzt mal hier in Deckung gehen. Wo seid ihr denn? Ich bin gerade zu aggro. Ich bin gerade zu aggro. Auf den Bunker! Wir geben dir Feuerschutz! Ja, alles gut.
Traitor? Ich bin kein Traitor. You're happy and you know it. Hallo, hier noch jemand. Guten Tag. Hat jemand Grillhähnchen bestellt? Boah, was das so eine Reichweite hat. Stirb, Auto! Weiter geht's! Nein, ich lebe! Oh. Keine Munition mehr. Aber das hat so Spaß gemacht. Was schießt denn auf mich? Ist denn noch, da ist doch noch jemand drin, Leute! Wie trifft man den nicht? Achtet auf die Öffnungen! Wait, pass auf! Der ist erledigt! Immer schön in die Löcher gucken. Rein in die Höhle! Gut, hier ist keiner mehr. Wow, wir hätten einfach hier reingehen können, ne? Ich habe noch nie gehört. Hey! Was soll denn das schon wieder heißen? Japan! Yokai? Ein im Teppichladen. Ich sehe sie. Infanterie. Bin dran, Sir. Wow. Mal schauen, ob hier noch irgendwo einer in der Ecke ist, ne? Halt am Teppichladen! Mach das, Chloe. Erhol dich gut. Was habe ich da gerade gesehen? Ja, die nehme ich auch. Alles ausverkauft. Ratatatatata. Und seid ihr noch fit? Da kommen bestimmt gleich welche raus, ne? Abstand halten! Ich hasse diesen Hügel!
Was? Wie kann man Hügel hassen? Palfrey, schieß das Leuchtsignal! Soll sie uns doch stoppen! Hast du sie nicht alle? Warum feuerst du das hier ab? Du hast gerade der japanischen Armee unseren Standort serviert! Die Einladung ist nicht für sie. Sie ist für den Rest meiner Männer. Genau nach Plan. Lieutenant, komm und sieh dir das an. Jetzt soll... Ja! Da kommen unsere Jungs. Kriegen die das hin? Check den Hangar. Na, dem Funkturm. Oh. Ein Weltsturzbomber. Kann ihn jemand fliegen? Das war von Beginn an dein Plan. Wir können die Basis erobern. Die Japaner bremsen. Aber mit Luftunterstützung. Wäre mir wohler zumute. Bin dabei, Sergeant. Darauf habe ich gehofft. Gehen wir da runter. Weißt du überhaupt, wie man den landet? Werde ich schon rausbekommen. Los geht's! Bei den Panzern formieren! Ich weiß, wie man Flugzeuge landet. Rausspringen und dann, Fallschirm auf. haben wir so gelernt. Den Hügel runter! Bruchpilot. Ja, so landet man aber. Sagt keiner, dass die Maschine noch funktionieren soll danach. Und der ist hinter mir. Wer ist hinter mir? Sind das meine? Nee. Ich glaube, ich soll die gar nicht abschießen. Huch, der ist einfach durchgegangen. Der ist einfach durch den Panzer. Die Musik ist schon mal voll cool. Deine Kameraden sind Geister, ja.
Yokai. Durch. Ich geh mich hier einfach mal angreifen wollen. Schweine. Japanische Flagge. Boah, ich sehe gerade gar nichts. Drecksack. Das ist ausgebildet, was? Dankeschön, Strela. Ich hätte gerne Shotgun, jetzt würde ich, dann würde ich hier durchrennen. Wäre zwar keine gute Idee, aber... Ui. Das wird ja lustig werden. Hier, Showtime, Wade! Wir schieben euch aus dem Hangar. Nimm das. Gib uns Deckung beim Positionieren. Okay. Sucht uns eine Räuber. Wir machen den Rest. Strengt euch an! Schießt! Bewegt eure Beine! Jackson! Feuerschutz! Flugzeug nähert sich! Benutzt das MG! Ach, schieß weiter, Wade! Das werde ich nicht mehr brauchen. Zeig, was du kannst, Lieutenant. Okay, mal sehen. Ist die Räuber lang genug? Ah, mehr oder weniger? War klar, dass du das sagst. Dann mal los. Das war viel Ballern. Oh, Dezibel war da. Veränderten Wade. Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg
im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war sich gegenseitig den Rücken frei zu machen. Der dreckige Dan. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist. So ein bisschen Dezibel. Ja, nur so ein bisschen. Mir egal, was er gemacht hat. Wade ist abgehauen in Hamburg. Ich traue ihm nicht. Ich weiß. Aber wir sind hier nicht wegen ihm. Wir sind hier, weil die Krautfresser denken, sie könnten das beste Team knacken, das ich je gekannt habe. Also, was wir brauchen, ist ein Fluchtplan. Wir sind umzingelt von Nazis und wie es aussieht, erreichen wir nicht einmal lebend die Tür. Vielleicht doch. Ich habe eine Idee. Wir würden eine Show für Richter veranstalten. Es war riskant, aber wir waren zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben, an die Akten zu gelangen. Paulina, als Nächste, verschaffte uns Zeit. Schön, Sie wiederzusehen, Fräulein. Bitte. Bitte. Oh, Richter ist so eine Kacknase, oder? Genau so habe ich mir dein seltsames kleines Büro vorgestellt. Also, was genau hat dein Team denn vor? Lady Nachtigall. Ich mag Paulina. Ja, die ist nice. Stalingrad. Die Stadt, die den Ostmarsch der Nazis stoppte. Wäre die Stadt gefallen, wäre Russland zerbröckelt. Die Deutschen unterschätzten Russlands Überlebenswillen. Sie unterschätzten die Stadt und ihre Verteidiger. Die Bevölkerung sah in Paulina ein Symbol der Hoffnung. Doch sie wollte keine Heldin sein. Sie wollte nur Rache. Geile Mütze. Die Arroganz des Dritten Reichs war der Glaube zu erreichen, was der große Napoleon nicht konnte. Wenn sie es nicht mit jemand so unerbittlichem wie Lady Nachtigall zu tun gehabt hätten. Da. Wir haben gehört, Steiner soll ja, im Handelsbezirk rumlungern. Macht Sinn. Er ist nie weit vom Gemetzel. Schwurz. Los jetzt. Warte. Wir sehen nach, wer es ist. Das sind auch so eine. Können wir geil. Es der Familie sagen. Nee, musst du nicht, Duri. Also bei dem Teil jetzt auf jeden Fall nicht. Das war ein Scharfschütze. Präzise. Glaubst du, er Sollte ist noch... sein. Gut. Da drüben ist mehr Deckung. Komm schon. Sie sagt dir, sie hat alle verloren, die sie geliebt hat. Das heißt, leider Gottes, das... Ja. Scheiße. Also, wie willst du Steiner töten, Lady Nachtigall? Du sollst mich doch nicht so nennen. Der Name gibt den Überlebenden Hoffnung, Paulina. Hoffnung gewinnt keine Kriege. Bursche Moi. Schweine. An die Anhänger von Lady Nachtigall. Jeder, der dieser Verbrecherin Unterschlupf gewährt, muss mit seinem Leben zahlen. Suki. Gehen wir da lang. Ja, mal kurz strecken. Oh, was ist denn das für eine Waffe? Meinst du, der Scharfschütze ist einer von Steiners Todesjägern? Wir sollten vorsichtiger sein. Paulina, hörst du das? Sieh durch. Nein, gib mal her. Soll ich die Schimpfwörter übersetzen? Ja, was hat denn der eben gesagt?
Dieses Suki. Wo fährt er hin? Er fährt in Richtung Handelsbezirk. Du könntest wegen der Todesjäger recht haben, Misha. Gehen wir, bevor wir ihn verlieren. Misha, pass auf! Ja. Scheiße, runter! Was sollen wir tun? In Deckung gehen. Sieh das Feuer mit meinem Messer auf dich! Bitte was? Vertrau mir einfach! Ich lege ihn ab! Bam! Bam! Entschuldigung. Ist noch so ein Drecksack. Bereit zum Schießen! Ich geb dir Rückendeckung! Hab sie erledigt! Weiter! Ah, okay. Gut zu wissen. Bräuchengarten May. Was ist denn hier? Bedeutet Hunde. Ja, das würde passen. Dem, was der gesagt hat. Sehen wir Fußspuren? Und keinen knirschenden Schnee. Der ist traurig. Aber Hunde. Na, super. Short! Vorsicht! Ein Hund! I'm sorry. Das wird da. Immer weiter vorrücken! Ich schieße jetzt! Sie wollen auf! Jetzt, Misha! Gib mir halt keine Sniper hier, Säcke. Boah. Noch zwei Schuss. Ich muss den Sniper vorher kriegen. Hilf mir, Misha! Oh, fuck. Jetzt habe ich ihn. Scharfschützen ausgeschaltet. Feindliche Infanterie. Boah, dieses Spiel, ne? Schon wieder hier dieser Mega-Lag. Was für Waffen spielt ihr eigentlich gern? Katana. Ja, ich hätte auch gern Katana, aber ich meine jetzt von den Waffen, die hier sind. AK-47. Oh ja, die ist auch geil. Sniper und SMG. Immer Sniper. Was ich auch liebe, ist einfach, ist egal welche Pistole, aber mit Schalldämpfer. Oh, das liebe ich irgendwie. Einfach mit einer Pistole rumrennen. Piu, piu, piu. Da kommen noch mehr! Oh-oh. Ich geb dir
In Stalingrad ist nur Platz für eine Scharfschützin. Ja. Okay, da war ich an einer Scheißstelle. Da kommen noch mehr. In Stalingrad ist nur Platz für eine Scharfschützin. Heilige Scheiße, Polina! Todesjäger! Deckung. Okay, die sind aber hardcore hier. Muni, muss nachladen. Nee. Ich lebe noch lebe ich. Rechte Seite. Wo ist rechts hier? Scheiße hier. Da kommen noch mehr. Why you must? In Stalingrad ist nur Platz für eine Scharfschützin. Ich finde hier gerade nicht die perfekte Stelle zum. Noch weiter zurückziehen. Aber die umzingeln mich.